Hallo Freunde, willkommen zurück zu Anno. Letzte Aufnahme in dieser Spielsitzung. Wir kriegen am Ende dieser Aufnahme... Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Wir kriegen am Ende der Aufnahme dann die Meldung, dass ich wieder 2 Stunden am Daddeln bin. Nicht so lustig. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Da haben wir in der Spielsitzung richtig was erreicht. 4 Episoden. Dein Geld ist bei mir. Wir haben hier plötzlich zur Hälfte schon überall Bürger, die versorgt sind. Wir haben hier unten die ersten Gesandten, die irgendwie versorgt sind. Kaffee könnte noch besser sein. Wie gesagt, das muss ich noch automatisieren. Aber das kriegen wir hin. Gewürze und so weiter, das läuft. Hier drüben Mosaik. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Das dauert nicht mehr lange. Das habe ich gemacht. Und wir sollten... Das gefällt mir. Von ihm hier demnächst die erste Erfindung kriegen, weil das läuft ja auch. Danach gucken wir gleich. Jetzt will ich erstmal... die Mosaikgeschichte hier zu Ende bringen. Hier sollte jetzt eine ganze Menge Mosaik rausbröseln mit der Zeit. Wie sieht das aus? Nur die Zeit bringt Erkenntnis. Inshallah. Brütet über seinen Büchern. Alles klar. Ist noch nicht ganz voll, aber... da kriegen wir demnächst dann das erste Item. Da bin ich ziemlich sicher. Hoffentlich was Nützliches. Mit dem Kaffee haben wir auch angefangen. Könnte man optimieren. Werden wir optimieren, früher oder später. Ich plane im Moment, hier ein Markthaus hinzumachen. 4 Plantagen und nochmal 2 Röstereien. Aber wie gesagt, eine Rösterei kann, glaube ich, 1000 Gesandte versorgen. Das heißt, mit dem Kaffee sollten wir dann noch eine Weile zurechtkommen. Die haben nicht viel verbraucht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Also das ist erstmal kein großes Problem. So, was wir als nächstes brauchen... Salam alaikum. Es ist... ist Hanf und Webstühle. Da haben wir jede Menge Material. Ja, jede Menge ist gut. 22 Werkzeug ist nicht viel. Dann holen wir hier noch ein bisschen was. Wie sieht es mit dem Bier aus? 5 ist nicht viel. Müssten wir aber gleich wieder eine Lieferung kriegen. Jawohl, mit 19. Da können wir nochmal 10 abzwacken. Gewürze haben wir derzeit Überschuss. Das ist in Ordnung. Besser ein bisschen zu viel als zu wenig. Ach, so ein Turnier. Das wäre ein trefflich. Jep, jep. Wir brauchen aber noch ein paar Waffen extra. Und die könnten wir eigentlich mit dem Schiff mal wieder rüberbringen. Zwölf. Naja. Da haben wir es eigentlich noch nicht eilig. Die brauchen kaum Kaffee. Wie sieht es mit den Teppichen aus? Auch noch jede Menge auf Lager. Und Achilles? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Fährt schon wieder Teppiche zurück. Das heißt, wir haben deutlich mehr Teppiche, als wir derzeit verbrauchen. Was eine gute Sache ist. Wie gesagt, besser zu viel als zu wenig. 9 Mosaik. Da sind wir dran. Dann fangen wir mal hier oben an. Mit dem Hanfgedöns. Ihr habt viel über den Orient gelernt. 2, 4, 5. Das ist ein bisschen schwer zu sehen wegen den Bäumen da, aber müsste passen. 7. Yep. Und haben auch noch ein bisschen Luft für... die Webstuben. Du wirst es verschmerzen. Mit Sicherheit.
Ihre Wasservorräte werden knapp. Schon wieder. Und deshalb brauchen wir demnächst Ruhm, damit wir die Kapazität der Norias ein bisschen ausbauen können. Beim Großvisier. Aber wie gesagt, erstmal bringen wir die Sache mit Garibaldi zu Ende. Ich würde sagen, auf einem Bein kann man nicht stehen. Wir ballern gleich nochmal einen dazwischen. Wir haben ja jede Menge Bürger auf der anderen Insel. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das mit dem Hanf nicht das Schnellste. Das war falsch. Mich würde mal interessieren, wie viel Material ich schon verschwendet habe durch falsch bauen und abreißen. Dem Schwierigkeitsgrad kriegt man nichts zurück. Ist bestimmt nochmal fast eine eigene kleine Siedlung. Gut, das heißt, wir können jetzt 4 Webstuben bauen. Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure... So steht's also um eure Nächstenliebe. Ich bin euch wirklich zu Dank verpflichtet. Ja, 5000. Geschenkt. Na gut, wir haben nur 120 Adlige. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eigentlich unglaublich, was wir da schon alles aufgebaut haben. Wir haben trotzdem nur so wenig. Die Schiffbrüchigen hatte ich total vergessen. Sollten wir vielleicht mal fix machen. Viertelstunde nur noch. Nur noch in Anführungszeichen. Das ist eigentlich mehr als genug Zeit, um das alles gerade zu rücken, aber... Allah segne euch für eure... Man muss halt irgendwann mal den ersten Schritt machen. Womit ich bin. Gut, wo sind wir? Nina hat gerade wenig zu tun. Cassie holt die Schiffbrüchigen. Und Liarin möchte Werkzeug ranschaffen. Das müsste reichen. Und dann bringen wir das erste Mosaik. Ich würde sagen, hier rüber. Igitt, da sehe ich gerade was. Das ist eine Mandel- und Roseninsel. Und ich benutze sie für Bevölkerung. Ich Dämlack. Das ist nicht gut. Oh je. Ja, ich frage mich gerade, ob es nicht besser gewesen wäre, die große orientalische Insel zum Beispiel hier drauf zu machen. Man hat jede Menge Platz und ob ich die Waren jetzt dann da hochfahre oder nicht. Im Moment fahre ich die Datteln und die Milch von der Insel darüber. Ob ich die hier rüber fahre oder da hoch, ist eigentlich nur in den ersten paar Minuten entscheidend, weil die erste Lieferung schneller ist. Aber ab einem gewissen Punkt hat man das Lager einfach voll. Und dann spielt die Länge der Route kaum noch eine richtige Rolle, weil man nur noch das ein bisschen auffüllen muss. Wäre vermutlich besser gewesen. Naja, hätte, wäre, wenn. Ist erstmal wenig sinnvoll. Wie kommen wir hier in 70 Mosaik? Von der KI. Ich helfe euch gerne aus. Okay, das bedeutet, wir könnten das Mosaik hier oben auch noch einsammeln und auch darunter bringen. Können wir hier noch ein paar Gesandte aufbauen.
So weit, so gut. Da brauchen wir demnächst wieder ein Schiff. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Holzfällerhütte, ja. Das bringen wir hier rüber. Und dann brauche ich auf Yunnan demnächst mal wieder Seile und Holz. Holz ist ja kein Problem. Sind wir schon dran. Dann bauen wir da mal wieder ein venezianisches Schiff. Das ist dann verantwortlich für die Kleidung nach Sanakant. Das müsste reichen. Und von der Insel aus... Ich bin ernsthaft versucht, hier später, viel später, Rosen anzubauen, Rosenduft hinzubringen, weil für Kaffee und Rosen ist die Insel, denke ich, groß genug. Und es ist auch nah genug hier dran. Wie auch immer, ich brauche das Mosaik auch noch für eine orientalische Werft. Yep. Werkzeuge und Mosaik. Bauen wir hier oben noch eine orientalische Werft hin. Dann haben wir alle beisammen. Also alle Werften. Dann fehlt hier eigentlich nur noch die Sache mit der Seilerei. Dann haben wir das Seil hier, wir haben das Holz hier. Haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Dann kann ich bei Midgar die Seilereien abreißen. Jetzt habe ich das Hanf extra hier angebaut. Dann sollten wir das vielleicht auch durchziehen. Weil es fehlt eigentlich immer irgendwas. Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Na, das wäre doch mal nicht schlecht. Ah, mit Konkurrent. Das wäre doch gelacht. Und alle an Bord. Fantastisch. 10 Minuten noch. Gut genug. Nina hat gerade relativ wenig zu tun. Salam alaikum. Ja, ist recht. Ich dachte mir, wir nehmen auf dem Weg nach oben auch noch ein paar Seile mit. Wenn wir die schon hier haben. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Hanf? Haben wir mehr als genug? Ja, ist in Ordnung. Da kommen unsere Waffen an. Dann können wir schon mal das nächste Turnier. Veranstaltet ein Turnier zum Gaudium des Volkes. Herrlich! Ich lasse die Reiter sofort aufsitzen. So, hier oben brauche ich eigentlich kein Mosaik. Wäre das einigermaßen interessant? Einfach damit wir ein Auge drauf haben. Eigentlich wahnsinnig gute Ausstattung. Das könnte ich auf einem orientalischen Kriegsschiff auch gut gebrauchen. Müssen wir bei Gelegenheit mal ein Auge drauf haben, dass wir das tauschen. Ein fairer Handel. Super, super. Gut, lass mal ganz kurz gucken. Wir hätten... Ich habe die Befürchtung, dass ich hier keine Werft mehr unterkriege. Und da hinten kann ich sie, glaube ich, nicht einfach so bauen, oder? Ja, mit dem kleinen Markthaus müsste das gehen. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Wie schön, dass man euch mit der... Natürlich ist das geregelt. Wir haben jede Menge Glas. Ich kann mir vorstellen, von wem das Glas kommt. Das kauft er bei uns seit ewiger Zeit. Erstmal nach Midgar.
Holz und Werkzeug einsammeln. Und dann fahren wir zurück nach Sanakant. Da können wir das Holz und Werkzeug dazu benutzen, die nächsten Bürgerhäuser hochzuziehen. Naja, der Most ist jetzt nicht so wahnsinnig dringend, aber... Na, welcher Fisch ist uns hier? Na, schauen wir mal. Ich sollte nah genug dran sein. Okay, zweimal Hanf. Oder auch erstmal nicht. Ja, die war richtig. Hanf hier hin, Seile rein, ebenfalls zwei Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die unten abreißen soll. Weil wir verkaufen in Midgar schon relativ häufig Seile. Wie erfreulich. Turniere wie dieses sieht man nicht jeden Tag. Zum Glück, sonst wären sie mit der Zeit auch langweilig. Aber wir haben wieder reichlich Ruhm. Da könnten wir gucken, ob wir... Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Könnten wir mal gucken, ob wir mit Garibaldi dann fertig werden. Das habe ich mir gedacht. Das eine Produktion kommt zum Erliegen. Und da fehlt Stein. Oh Mann. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Kann ich dir hierbei vertrauen? Ja, kannst du wohl. So, alle vier fahren hier hin. Ich habe nicht auf irgendeinen anderen Blödsinn geklickt. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Zur Kontrolle. Sind alle auf dem Weg. Oh, der ist ganz schön schnell. Schiff fertiggestellt. Sehr gut. Wir erstellen eine Route von hier nach da. In Erbenheim laden wir ein. Leinenkutten. Die laden wir in Sanakant aus. Und das neueste Schiff, Britannic. Das ist das Richtige, sehr gut. Leinenroute sollte erstmal passen. Okay. Das hatten wir. Das hatten wir auch. Da fehlt Hanf. Warum auch immer. Ach richtig, ich hatte es selbst gesagt. Hanf ist nicht das Schnellste. Die brauchen eine Weile, bis das angebaut ist. Wobei da inzwischen schon transportiert wird. Da sehen wir den nächsten. Ja, die Seilerei hier hat fleißige Gesellen, würde ich sagen. Naja, passt. Gut, den hätten wir überholt. Hat hier auch eine Weile gedauert. Dann läuft das. Ein paar Steine. Noch mal ein paar Werkzeuge und ein bisschen Holz. Dann sollten wir mal wieder reichlich Zeug haben. Hafenmeisterei ist jetzt wichtig, damit wir hier Ihre oben Wasservorräte werden knapp. Damit wir hier oben an der Küste die nächste Werft bauen können. Das wird eine orientalische. Da will ich dann auch direkt ein kleines orientalisches Schiff bauen. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache... Ja, mit dem kleinen orientalischen Schiff will ich dann erstmal den Kaffee pendeln. Können später auch noch Rosen dazukommen und eventuell verkaufen wir das kleine Schiff auch irgendwann und machen ein großes draus. Je nachdem, wie viel man braucht, aber Rosen und Kaffee braucht man nicht sehr viele. Da sind die Gesandten ziemlich genügsam.
Hauptsache, sie haben sowas. Ja, also Kaffee haben wir noch jede Menge. Ich glaube, das reicht. Da können wir Nina erstmal wieder abrücken lassen. So, hier haben wir jede Menge Glas. Das könnten wir mal hier einlagern. Und ich glaube, dann könnten wir... Nee, dafür brauchen wir... Ein gutes Geschäft. Dafür brauchen wir mehr Adlige. Die Idee wäre gewesen, dass wir uns um die Hafenstadt kümmern, hier Speicherstadt. Dafür brauchen wir aber noch deutlich mehr Adlige. Unsere Nachforschungen haben zu neuen Erkenntnissen geführt. Sehr schön, eine asketische Ausguckwache. Lass uns ein mal gutes Geschäft ausgucken, ist was diese asketische Ausguckwache so alles macht. Was haben wir denn? Okay, die ist nur an Bord eines Schiffs wirklich nützlich. Schade das. Ihnen wurde ein neuer Erfolg zuteil. Fantastisch. Alles von Garibaldi. Und dann kommt er hier als nächstes dran, sobald wir wieder Ruhm haben. Schiffe sind noch unterwegs, das läuft. Ich frage mich, ob wir dann als nächstes zum Garibaldi geschickt werden. Das wäre öl, es wird ziemlich ätzend. Man hätte einfach so ein Viereck draus machen können. Und nicht so ein Zickzack. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Aber werden wir sehen. Danke, Shukran. Ja, Garibaldi, ich hab's gewusst. Alle vier kommen hier rüber. Alle vier sind in Bewegung. Da haben wir unseren fliegenden Teppich. Das passt. Hier ist das Material inzwischen angekommen. So, Hafenmeisterei. Jetzt aber. Und ein kleines. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Gut, dafür brauchen wir 1740 Gesandte. Wird noch dauern. Außerdem diplomatischer Rang. Berater. Auch das wird noch eine Weile dauern, fürchte ich. Wir könnten höchstens gucken, ob wir für Goldstücke was kaufen, aber ist auch nicht so toll. Okay, wir nehmen hier, denke ich, erstmal wieder alles mit. Schiff fertiggestellt. Wir sammeln hier in Junon ein, was wir nicht brauchen. Hauptsächlich Holz, Werkzeug und so ein Schnickschnack. Beziehungsweise das Holz lassen wir da. Das braucht man hin und wieder mal für Schiffe. Den Rest nehmen wir dann mit, würde ich sagen. Ja, so ist es in Ordnung. Was bringen wir hier hoch? Oh, Moment, das Mosaik. Das Mosaik brauchen wir hier auch nicht mehr. Gut. Kurzer Abstecher hierher. Hier haben wir noch jede Menge Mosaik einzuladen. Bist ja doch zu etwas zu gebrauchen. Danke, das war nett. 54 Perlenketten, das ist eine Menge Zeug. Wie viel brauchen wir fürs Gelage? 80. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Und dann werden wir da oben schauen, dass wir ein bisschen Fracht hin und her schicken. Hey, ihr wollt schon zu Patrizien aufsteigen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vorher machen wir aber noch ein paar Bürger draus. Ist gut für die Bilanz. Und bei den Patriziern bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wobei, wir haben die Kirchen. Das sollte kein Problem sein. Die Schultürme sind schnell gebaut. Die müssten, da müsste fast noch hier dazwischen passen. Jetzt kannst du erzählen, Hassan. Bücher haben wir eingerichtet.
Das sieht gut aus. Alles in allem. Brot und Bier. Das wird dann problematisch. Da muss ich hier oben noch deutlich mehr anbauen. Das heißt, wir warten damit doch noch ein bisschen. Das denke ich besser für die Bilanz, wenn wir erstmal hier noch Bürger draus machen. Das Geld aus den Extraeinnahmen dazu verwenden, hier oben Brot und Bier auszubauen. Platz haben wir hier noch jede Menge. Ja, und dann machen wir hier erst Patrizier draus. Ansonsten die große Zahl Adlige, was wir noch brauchen irgendwann. Dafür ist diese Insel ja gedacht, möglichst für jedes Haus alle Bedürfnisse zu erfüllen. Und in Midgar stehen ja auch noch ein paar niedrigstufige Häuser, wie hier die Bauernhäuser. Hier sind noch jede Menge Bürgerhäuser, um die Aufstiegsrechte zu garantieren, dass wir hier auf der Insel möglichst nur Adlige haben. Wenn alles klappt, werden wir noch sehen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, wahrscheinlich wegen Überfüllung geschlossen. Da schicken wir mal Nina runter. Kann sich dann auch noch um diese asketische Ausguckswache kümmern. Gut. Cassie, ich glaube, da laden wir mal das ganze Mosaikzeug drauf. Das brauchen wir nämlich gleich im Orient. Zusammen mit... Ja, Holz und Werkzeug kann man eigentlich immer gebrauchen. Nehmen wir mal noch mit, was wir hier haben. Dann bauen wir hier noch einige Gesandtenhäuser. Wäre nicht schlecht. Salam alaikum. Es ist... Das mit den Klamotten scheint sogar schon so zu passen. Jawohl. Ausgezeichnet. Natürlich passt das, sonst würden die nicht zu Patrizien aufsteigen wollen. So, packen wir mal die ganzen Perlenketten hier rein. Die werden hier nicht verschimmeln oder so. Und dann bringen wir unsere Flotte wieder hier runter. Da können die relativ schnell überall hinfahren und Aufträge erfüllen. Das gefällt mir. Dafür sind die ja da. Gut, neue Route. Hier rüber, wir sammeln einen Kaffee. Wir laden aus. Kaffee. Und Husanna, auf geht's. Und so wie es aussieht, können wir jetzt Perlenketten kaufen. So, wir brauchen insgesamt 80. Wir haben 54. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill hier. Wie wär's mit einem Kaffee? Baue ich doch schon an. Transportiere ich. Motz, du mir jetzt denn auch noch die Ohren voll, dass du Kaffee willst. Die Gesandten sind schlimm genug. Ah! Aber nee, wie gesagt... 2 Stunden am Stück ist vielleicht ein bisschen lang und dann ist Anno der Meinung, man könnte ein kleines Päuschen vertragen. Ist ja auch nicht so ganz falsch. So, kriegen wir das hier einigermaßen eingestellt? Soweit, so gut. Wenn wir das eingekauft haben, sollten wir genug Perlen haben. Dann fehlt nur noch die Sache mit dem Bier. Und sobald wir hier noch einige Häuser aufgewertet haben, richten wir hier oben weitere Brot- und Bierproduktionen ein, machen hier dann später Patrizier draus, aber mit dem Bier fangen wir an, damit wir den Auftrag für Hassan erledigen und nicht regelmäßig 30.000 Gold abdrücken müssen. Das wird langsam lästig, aber es geht doch. Damit fangen wir dann in der nächsten Episode an. Bis dahin dann, macht's mal gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.